Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der sich nicht erschlossen hat, was die Botschaft von Friedrich Merz sein soll. Ich glaube, dass es an diesem Tag nicht darauf ankommt, zu klären, welche Journalisten der Kanzler mit in die Staaten nimmt. Für mich geht es auch nicht darum, daran rumzumäkeln, dass die Bundesregierung sich aufgemacht hat, eine nationale Sicherheitsstrategie zu entwickeln, denn diese Bundesregierung tut es wenigstens. Sie waren 16 Jahre im Amt. Meine Damen und Herren, und es geht auch nicht darum, nicht darüber zu reden, welche Fehler in Zeiten der Großen Koalition gemacht wurden, im Hinblick auf völlig verfehlte geostrategische und energiepolitische Entscheidungen bei Nord Stream 2. Auch die haben Sie zu verantworten, genauso wie die SPD in der Großen Koalition. Und die Situation, die wir hier vorgefunden haben, was die Frage der Energiesicherheit, der Versorgungssicherheit angeht, leere Gasspeicher und eine Abhängigkeit von fossilen Energien, die haben auch Sie zu verantworten, Herr Merz. Und deshalb, glaube ich, ist es unklug, Haltungsnoten in Richtung des Wirtschaftsministeriums zu verteilen. Ich bin froh, dass Robert Habeck und die Leute im Wirtschaftsministerium gemeinsam in der Bundesregierung dafür gesorgt haben, dass wir so gut über den Winter gekommen sind. Und daraus sollten Sie kein kleinteiliges, parteipolitisches, irgendwelche Industrie-, Wirtschaftsverbände und Unternehmen würden dieser Bundesregierung nichts zutrauen. Ich rate dazu, dass Sie nicht mit Ihren eigenen Wirtschaftsverbänden reden, sondern mal reinhorchen in Industrie, in Wirtschaft, in Handwerk. Denn die wissen ganz genau, was in dieser Krisensituation bewältigt wurde, was auf den Weg gebracht wurde. Meine Damen und Herren, wo standen wir vor einem Jahr? Entsetzten über den Krieg in Europa, Entsetzen und Befürchtungen um die Ukraine, der Tatsache, dass angesichts der russischen Übermacht die Ukraine vielleicht in wenigen Tagen überrannt sein könnte. Die Botschaft in dieser schrecklichen Lage ist ein Jahr später, heute: die Ukraine lebt und die Ukraine wehrt sich. Herr Botschafter Oleksiy Makejew, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle meinen Respekt, meine Hochachtung für den Mut und den Willen der Ukraine, ihr Land, ihre Freiheit und unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen, aussprechen. Danke, dass Sie heute hier sind. Und danke, dass wir unsere Gedanken, unsere Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, mit Ihnen allen teilen können. Aber welche Kosten dieser sinnlose, brutale, völkerrechtswidrige Angriffskrieg fordert, sehen wir jeden Tag. Und wir müssen nur genau hinsehen. Das tun nicht alle hier im Haus. Man kann darüber eigentlich nicht hinwegsehen. Flucht, Vertreibung, Tod, Leid, Vergewaltigung von Frauen als Kriegswaffe systematisch eingesetzt, die Verschleppung von Kindern. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind erschöpft vom Krieg, vom Alltag, vom Stromausfall, vom ständigen Alarm. Jede und jeder hat irgendwen zu betrauern, weil Tod oder Flucht zu ihrem Leben gehört. Und gleichzeitig ist da so viel Hoffnung, und das bewundere ich zutiefst. Mehr als 365 Tage Ausnahmezustand für die vielen Kinder,
deren Alltag nicht das Kindsein, das Unbekümmertsein in sich trägt, sondern die Warn-App, der Schutzkeller, die Entbehrung, die Gefahren und das große Thema Verlust. Und das ist furchtbar. Für diejenigen, die geblieben sind, sie erleben das jeden Tag. Und gleichzeitig diese Entschlossenheit, nicht aufzugeben und für ihr Land, für Freiheit und Selbstbestimmung zu kämpfen. Was können wir tun? Wir geben Unterstützung und damit hoffentlich ein bisschen Kraft und ein bisschen Rückhalt. Und wir stehen fest an ihrer Seite und den Menschen in der Ukraine. Putin ist es, der der Aggressor ist. Und Putin kann diesen Krieg sofort beenden. Und ich kann es nicht mehr hören, den Gegensatz, der insbesondere von Ihnen konstruiert wird. Diplomatie oder Waffen. Nein, liebe Linke, darum geht es nicht. Die Ukraine braucht die Unterstützung, und zwar humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen. Sonst könnte sie sich nicht selbst verteidigen. Und sie hat alles Recht der Welt dazu, das zu tun. Und ich kann Ihnen sagen, ich nehme die Sorgen und Ängste der Menschen im Land sehr ernst. Wer von uns wünscht sich keinen Frieden? Wer hat Angst vor Krieg? Natürlich ist das eine ganz, ganz große Sorge vieler, vieler Menschen. Und die müssen wir ernst nehmen, diese Besorgnis. Aber so zu tun und den Menschen weiszumachen, als ginge es um Diplomatie oder Waffen, ist falsch. Und sie wissen, was sie tun damit und welche Geister sie rufen. Meine Damen und Herren, und wer sich am letzten Wochenende wissend gemein macht mit den Rechten, hier im Haus und mit den Rechten im Land, das war ein durchschaubares, billiges Spiel. Und ich finde das unverantwortlich, meine Damen und Herren. Und deshalb, Putin kann diesen Krieg sofort beenden. Denn, meine Damen und Herren, hört Putin auf zu kämpfen, endet dieser Krieg, und zwar sofort. Hört die Ukraine auf zu kämpfen, endet die Ukraine. Und das weiß jede und jeder, und deshalb müssen wir verantwortlich handeln, auch wenn es schwerfällt, auch wenn man hadert, auch wenn man sich jeden Tag fragt, ob es genug ist, was man tut. Aber wir müssen entschlossen handeln, und zwar humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen. Und selbstverständlich auch mit Diplomatie. Nichts anderes ist letzte Woche bei der UN-Vollversammlung passiert. 141 Staaten haben Putin aufgefordert, diesen Krieg sofort zu beenden, die Waffen zu stoppen. Warum bringen Sie es eigentlich nicht fertig, das zu tun? Meine Damen und Herren, warum? Deshalb gehört die Diplomatie genauso dazu wie alle andere Unterstützung. Und die Kraftanstrengung, die die Zeitenwende hier bedeutet hat, seit einem Jahr, das Sondervermögen, die Frage von innerer Sicherheit, Cybersicherheit, die Frage von Stärkung des Zivilschutzes und des Bevölkerungsschutzes, eine Politik, die die Energiesicherheit und Versorgungssicherheit stabilisiert, denn da hatten sie keine Vorsorge getroffen. Genauso notwendig wie auch die Frage, was machen wir mit der einen Welt, wie können wir die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit und die ganzen Krisen- und Konfliktpräventionen stärken. Auch darum geht es, und darum bemüht sich diese Regierung seit einem Jahr mit Unterstützung von uns im Parlament. Und ich bin froh, dass unsere Handlungsmaxime die ist, Verantwortungsübernahme in dieser schwierigen Zeit. Denn es geht um Freiheit, es geht um Selbstbestimmung, es geht um Demokratie und Menschenrechte. Und da sind wir gefordert, Verantwortung zu zeigen, und das tun wir an dieser Stelle. Vielen Dank.
Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Tino Chrupalla.